Warum leckt das gerade so? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Ja, tot. Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Tot. Verstorben. Was? Wie? Wusste ich doch. Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Ich auch. Halt! So ein Vieh, das, was wir gerade bekämpft haben. Na, gehst du jetzt mal auf? Auf! Auf! Komm, geh auf. Scheiße, jetzt schon mal alles dunkel. Verschissen, Saft abgedreht wurde. Hoffen mal. Ich würde erstmal sagen, bis dahin und wir speichern jetzt erstmal. Bis dahin habe ich genug für heute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Let's Play Dead Space 1 vom 2Gamers Channel und bis dann. Tschüss. So, und wieder mal ein Hallihallöle vom 2Gamers Channel. Wir spielen heute wieder Let's Play Dead Space 2 und ich muss mich hier erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Also, ich weiß noch, dass wir vom Flughangar gekommen sind, dass das Schiff da explodiert ist. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo wir hin wollen. Ach, stimmt ja, da konnten wir B für drücken. Ach, da lang muss man. Von einem Kumpel habe ich erfahren, dass wir jetzt so nach dem Spielstand hier gleich ins nächste Kapitel schreiten werden. Huch. Ah, das kommt mir schon mal so ein bisschen spanisch vor. Müssen wir jetzt lang an welche Tür? Die da. Na gut, wenigstens von der Blutspur weg. Das ist immer das Beste. Ach, das ist ein Aufzug. So. Und ab geht's nach unten. Wir hoffen mal, dass nicht wieder irgendein Vieh hier gegen den Fahrstuhl rennt. Und ich muss dazu sagen, heute zocke ich mal nicht irgendwie um 12, sondern es ist 15 Uhr ungefähr. Aber dafür habe ich die Rollos runter gemacht und das Licht ausgemacht. Das hat ungefähr den gleichen Effekt. Im Shop kaufen Sie neue Waffen und Gegenstände im Shop und legen Sie weitere im Safe ab. Okay. So, dann gehen wir mal shoppen. Ach, hier ist der Shop. Okay. So, gucken wir mal. Wir haben 12.600 Credits. Ach, das ist der Cutter. Das ist das Ding, was wir die ganze Zeit haben. Ich dachte, das ist irgendeine Machete oder sowas. Strahlenkanone. Slisser mit breitem Strahl und zeitgesteuerten Mine. Sturmgewehr mit höherer Feuerrate. Das brauchen wir irgendwie im Moment noch nicht so. Der Plasma-Cutter reicht eigentlich momentan noch so, finde ich. Erweitert Inventarslots und Panzerung. Das klingt doch nicht schlecht. Das ist ja voll. Knoten, okay. Ich würde sagen, wir holen uns lieber den Anzug Level 2. Das machen wir gleich mal. Ja, komm. Okay, was ist jetzt? Ah. Müssen wir jetzt anscheinend reingehen. Und dann können wir uns umziehen. Okay. Oh, sieht doch nicht schlecht aus, der Anzug. Hat ja auch höhere Panzerung jetzt und... Ja. Sexy. I'm sexy and I know it. So, Plasma-Energie. Jetzt haben wir ja bestimmt, jetzt haben wir ja mehr Platz. Das Inventar, können wir da irgendwas verkaufen? Was können wir denn verkaufen? Ach, wie wär's mal mit so einem Medipack? Das brauchen wir ja eh nicht so oft. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht ins Zelt getan. Nee, gut. Jetzt haben wir wieder 4000 irgendwas. Nee, was Neues kaufen können wir uns jetzt nicht, aber ich glaube, das
Lass mal jetzt erstmal. Ach nee, ich hätte die Medipacks auch in Safe packen können. Für später. Falls wir einen Mangel drin haben. Naja, gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt kann ich sie auch nicht mehr zurückholen. Aber was ist hier drin? Hat da was geblinkt, oder? Naja, hier ist nichts drin. Das ist anscheinend die Wartestation. Hier, was ist das? Ach, eine Werkbank. Aber wir haben ja keinen weiteren Energieknoten bis jetzt gefunden, also würde ich mal sagen, wir gehen jetzt in die Monorail hinein. Monorail-System. Aufgabe erfüllt. So, Kapitel 1, Neuzugänge, abgeschlossen. So, was gibt's denn in dem neuen Kapitel? Ja, lass mal Fortschritt speichern. So, und genau. Speichern. Kapitel 2, Intensivstation. Ach stimmt, ja, wir müssen ja jetzt den Captain, glaube ich, da, den toten Captain da seine komische Karte da rausholen. Und der ist anscheinend auf der Krankenstation. Okay. So, und jetzt sind wir mit der Manuel angekommen. Ich hoffe mal, wir werden nicht von irgendwelchen Viechern hier wieder empfangen. Okay. Wow. Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen. Wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Ja, wie es aussieht, ist sie gerade verreckt, wer auch immer das war. Überall Maden. Der muss ja anscheinend auch schon ziemlich lange rumgelegen haben. Bei Leichensäcke. Scheiße, wie war denn das jetzt nochmal? Ne. Wo war das? Setzen wir das nochmal ein. Ich habe jetzt gerade nicht so wirklich aufgepasst, sondern der zugehört. Okay. Einfach mal alles durchdrücken, mal gucken, was funktioniert. Ziemlich viele Leichen hier rum. Schemata. Heben Sie Schemata auf, um den Shop Objekte hinzufügen. Okay. Das sind Schemata, habe ich so. Oh, wie geil, ein Flammenwerfer. Oh, nee, da will ich jetzt mal nachgucken. Komm, lass mal zurückgehen und nachgucken. Wie viel kostet der mich denn? Ah, nee, 11.000, scheiße. Hydrazin, Industriebrenner. Oh, hört sich aber nicht schlecht an. Das Geld finden wir bestimmt noch. Und das ist das Erste, was ich mir kaufen werde. Den Flammenwerfer. Moment mal. Sicherheitsstation. Alle Besucher müssen sich im Sicherheitsschalter eintragen. Ja, dann tragen wir uns mal am Sicherheitsschalter ein. Scheiße. Sind wir noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole.
Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Scheiße. Die Frau mit großen Titten ist tot. Mann, jetzt ist das Spiel gar nicht mehr so spielenswert wie vorher. Boah, scheiße, ist das ein Massaker gewesen hier. Fuck. Boah. Cranke Scheiße, aber so richtig. Okay, untersuchen wir erstmal den Raum. Erstmal Energie. Lebenserhaltungssystem, ja, wie es aussieht, funktioniert das auch nicht mehr so super. Was auch immer das machen wollte, jetzt funktioniert es nicht mehr. Forschungsflügel. Gehen wir zuerst in den Forschungsflügel oder erst in die bildgebende Diagnostik? Okay, das ist auch nochmal ein Shop. Alter, wie viele Shops packen die denn hier auf eine Ecke rauf hier? Ach komm, lass mal in den Forschungsflügel gehen. Ich will mal wissen, was sie erforschen. Öffnen. Na? Heute noch. Alter, lebt er noch? Der hat sich gerade bewegt. Okay, alle Waffen verfügen über einen alternativen Feuermodus. Taste. Probieren wir den gleich mal aus. Ah, wie geil. Den probieren wir mal gleich beim nächsten Nekromorphen aus. Die sehen wirklich gut aus. Okay. Wieso gibt es hier so viele Türen, die so einen Kurzschluss haben? Verstehe ich nicht. So, dann wieder die Tür hier. Sieht sauber aus. Hier war anscheinend auch ein Massaker. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Oh nee. Fickt euch. Das ist natürlich die Tötungsmethode, immer als Bein wegrotzen und dann den Kopf. Noch irgendein Vieh hier. Na dann. Uah! Lebt der? Der lebt noch. Garantiert noch einer raus. Die Quarantäne ist immer noch nicht zu Ende. Bestimmt irgendwo lang gehen. Okay. Ich sehe hier nichts weiter. Was macht denn jetzt die Quarantäne hier? Hör mal auf, die Quarantäne zu machen. Kommen da jetzt hier nirgendwo mehr raus wegen der Quarantäne? Ist doch scheiße. Okay. Ich traue mich hier kaum weiterzugehen, weil. Ist nicht verschlossen, trotz Quarantäne. Oh, da kommt was.